Salve, liebe Freunde, Dremorianus hier und damit herzlich willkommen zurück zur 12. Folge unseres Let's Plays zu Kingdoms Reborn. Und in der Folge werden wir das erste Glas herstellen. Die Glashütte ist fast fertig, könnt ihr jetzt auch mit Schnellbau abschließen, aber ist ja sowieso gleich fertig. Und die zweite Schmiede ist auch gleich fertig, denn wir brauchen jetzt, um unsere Gebäude zu verbessern, richtig viele Stahlwerkzeuge und Glas. Gerade auch hier für diese Fischerhütten. Ich glaube, Fische haben wir gar nicht mehr so viel. War denn... Ach doch, jetzt wieder. Okay, wir haben richtig krass Fisch jetzt wieder gesammelt. Durch die Verbesserungen, die wir überall gemacht hatten. Aber wir können es halt noch weiter verbessern. Die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen. Aber dafür, wie gesagt, brauchen wir Glas. Auch für unseren Handelshafen brauchen wir Glas, ne? Um die Handelsgebühr weiter zu senken. Und natürlich, um zum Beispiel unser Theater zu bauen. Das würde ich auf jeden Fall in der Folge angehen. Und vielleicht, wenn wir es schaffen, ich habe mal hier auch mal reingeschaut im Verbesserungsbaum. Da können wir Bogen zum Beispiel bauen. Schaut euch an, wie viel Steine wir da brauchen. Aber bevor wir die Burg setzen, würde ich mich erstmal um die Kathedrale kümmern. Wo war sie gewesen? Kathedrale, ich sehe sie jetzt nicht. Hier ist sie. Dafür brauchen wir richtig viel Glas und Ziegelsteine. Schaffen wir, glaube ich, nicht ganz in der Folge, ne? Bringt uns Siegpunkte und plus 10% Arbeitsmoral in der Stadt. Steht nicht da, dass es einen Radius braucht, also wird es für die ganze Stadt dann gelten. Finde ich richtig genial. Also auch für die Bewohner, für die Produktionsstätten und so weiter, ne? Und hier gibt es noch richtig krassen Scheiß. Die Handelsgesellschaft zum Beispiel verkauft automatisch irgendwelche Ressourcen, Handelsbeziehungen, weniger Handelsgebühr, die wir bezahlen. Dann würde ich auch das hier mal machen wollen. Kohleaufbereitung, Kohle gibt 20% mehr Wärme ab. Nachbarschaften, jedes angrenzende Haus an ein weiteres Haus bringt plus 1 Gold, maximal plus 3. Steueranpassung gefällt mir, ne? Da können wir das je nachdem dann erhöhen, senken, wie auch immer, ne? Ich sag mal, Gold brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Da sind wir jetzt nicht so dringend drauf angewiesen. Auch das ist cool, ne? Industriegebäude halten für jede Nahindustrie der gleichen Art, plus 5% Effizienz, maximal 15%, also da können wir schon einiges machen, auch hier mit diesen Gartenzypressen, Blumenbeeten und, was mich sehr beeindruckt hat, hier der Garten, Leute, ne, um den Appeal ein wenig zu erhöhen, also die Zufriedenheit der Bewohner. Da müssen wir natürlich ein bisschen umplanen in unserem Wohnungsviertel, ne, aber sollten wir hinbekommen. Gut, ja, starten wir rein, liebe Freunde. Ich glaube, ich baue als erstes erstmal forschen, weil Leute, erstmal forschen, weil wir brauchen erstmal das Theater, das ist klar. Was brauchen wir dafür? Er ist übelst billig, ne? Warum das so billig ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 5 Eisen, 5 Ziegel, 5 Glas. Wahrscheinlich, weil man es bauen soll, ne? Haben die Entwickler so geregelt. Wenn das erforscht ist, Leute, ne, dann werden wir in jedem Fall irgendwo... Wir wollen jetzt mal weiter hier Richtung Osten ausbreiten. Ja, vielleicht muss ich nochmal irgendwie was umplanen hier mit diesen Weinfeldern und Landwirtschaftsbetrieben hier oben, aber wir können ja sagen, komm, hier in diesem Bereich, ne, bauen wir die nächsten Häuser hin. Oder halt die Richtung Süden, da müssen wir natürlich einiges abreißen. Die Pilzfarmen sollten jetzt nicht so wichtig sein, denke ich. Hier ist auch schon ein Häuschen. Kriege ich dann hier noch ein Haus hin? Können wir mal schauen. Nee, nee, ich müsste wirklich die Pilzfarm abreißen. Aber hier würden wir auf jeden Fall noch eine Reihe hinkriegen, ne? Wenn ich die 3 Pilzfarmen jetzt abreiße. Komm, das machen wir mal, Leute. Das mache ich. Aber ich mache erstmal einen Cut für euch. Ist jetzt nicht allzu spannend. Ich warte aber trotzdem nochmal, bis es fertig ist. Hier, dass wir wieder handeln können. Ist in diesem Moment soweit. Pilze. Ja, wir haben so viele Ressourcen, ne? Wir können auf jeden Fall noch einiges wachsen. Wir haben 395 Platz und 348 Bewohner. Also da geht noch einiges. Und wie gesagt, wir werden noch weitere Häuser bauen, ne? Und sobald die Häuser auf Stufe 7 wachsen, aber nochmal zusätzlichen Platz für einen Bewohner, wo wir auch nochmal dann mehr Leute dann Unterschlupf gewähren können. Die Frage ist, was verkaufe ich, ne? 480 haben wir nur Platz. Ich bräuchte vielleicht nochmal so einen Handelshafen, ne? Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Aber Pilze würde ich erstmal verkaufen wollen. Machen wir mal 100. Fisch haben wir so viel momentan. Keine Ahnung, wo das herkommt. Auch Orangen, jede Menge. Weizen würde ich nicht verkaufen wollen. Da mache ich vielleicht lieber nochmal so eine Brauerei oder nochmal eine Bäckerei und verkaufe lieber das Brot oder so. Aber da haben wir auch so dermaßen viel. Krass, krass, ey. Eisenbahn. Brauchen wir jetzt ein bisschen mehr, weil wir die zweite Schmiede gebaut haben. Holz, medizinische Kräuter. Medizin würde ich lieber verkaufen, denn die Kräuter verbrauchen wir ja langfristig. Komm, ja, die haben so einen guten Wert hier, ne? Auch die Kleidung. Guckt es euch an, Leute, ey. Da verkaufe ich mal. Wie viel hatten wir jetzt noch gehabt? Hat mal 100.
Ja, das war's gewesen, ne? Schade. Ich brauche einen zweiten Handelshafen, damit wir jetzt wirklich erstmal das ganze Zeug loswerden und ja, unser Lager leeren und gleichzeitig noch ein bisschen Gold machen. Über 4000 Gold jetzt eingenommen, ne? Also da haben wir jetzt keine Probleme mehr. Gut, Leute, kleiner Cut, ne? Wir sehen uns wieder, wenn das Theater steht, beziehungsweise wenn ich es platziere. Bis gleich. Okay, liebe Freunde, ich habe nochmal ein wenig neue Gebiete angekauft mit Einfluss. Und in dem einen Gebiet war so ein Schreingebiet, ne, wo wir jetzt eine Belohnungskarte bekommen können. Die Frage ist, was wir uns holen, ne? Nachhaltigkeit reizt mich natürlich schon, aber die Karte ist natürlich auch geil, ne? Ich habe nochmal einen zweiten Steinbruch gebaut. Ich glaube, da ist die Karte richtig genial. Nehmen wir die mal. Holen wir uns die mal. So, hier entsteht eine neue Reihe Häuser an der Stelle. Da war ja vorher die Pilzfarm gewesen, ne? Hier nochmal ein paar Felder gesetzt. Hier ist auch noch ein Häuschen, was hingepasst hat. Hier bauen wir ein Lagerhaus. Hier entsteht gerade der Lieferdienst, damit auch der Wein hier, der hier produziert wird, abgeholt werden kann. Da war ein bisschen Problem. Ich glaube, ich muss ein paar Lieferdienste mehr bauen. Denn sobald das Inventar der Produktionsgebäude voll ist, können die nichts mehr produzieren. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall deine Hand anlegen. So, Theater, Leute. Theater bauen wir jetzt mal zusammen. Sollte eigentlich relativ schnell dann auch fertiggestellt werden. Servicequalität 120%. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, wir machen hier so ein richtig schönes Zentrum an der Stelle. Aber mir wird es in der Seele wehtun, wenn ich die Gebäude abreiße. Dann ist es halt so, Leute, ne? Dann machen wir hier das neue Zentrum hier an der Stelle. Mit Theater, mit Kathedrale, die wir dann noch machen, ne? Machen wir das erstmal hin. Und jetzt gucken wir mal. Böker hat dir 100 Gold für ihre guten Beziehungen geschenkt. Haben wir von denen nicht mal irgendwie was geklaut? Apropos klauen, Leute, wir werden gleich mal wieder Entführungskarte einsetzen, damit das eine Dörfchen mal komplett auf Null sinkt. Ist vielleicht sogar schon, wir gucken gleich mal. So, Verbesserungsbaum. Wir wollen ja langfristig hier hin, ne? Zur Kathedrale. Da brauche ich erstmal die Gebäudekombo. Sollten wir eigentlich instant erforscht haben, ist auch so. Und das glaube ich auch instant, ne? Aber ihr seht schon, ne, 1040 Ziegelsteine, 415 Glas. Hat ja schon angesprochen, wie teuer das Ganze ist. Aber ich habe nochmal eine zweite Ziegelei gebaut, einen zweiten Steinbruch schon angesprochen, eine zweite Glasleserei oder wie das heißt. Wartet mal. Gebäudekombo freigeschaltet. Wow, ist die teuer? Ist die teuer? Okay, ich kaufe es trotzdem. Erstes Weltwunder freigestellt. Okay, Kathedrale zählt als Weltwunder. Okay, cool. Wie heißt das Gebäude eigentlich hier, das Glas herstellt? Glashütte. Okay. Aber ich glaube, da brauche ich jetzt erstmal keine neue. Die Frage ist, bis der Steinbruch fertig ist. Haben wir hier können wir natürlich auch einiges verbessern, aber ich brauche die Ziegelsteine natürlich für die Kathedrale. Ne? Das würden wir erstmal, oder würde ich erstmal sparen wollen. Wie sieht es hier aus? Holz ist drin im Steinbruch, muss halt nur noch gebaut werden. Okay, also die Leidenschaftskarte kann ich ja, glaube ich, jetzt schon reinballern, ne? Ja, dann machen wir das. Aber wieder ein Platz mehr bei uns. Und Kathedrale, Leute, gucken wir mal, wo wir die hin platzieren. Das ist so geil, Mann. Ich liebe das Spiel, ey. Das ist schon riesig, ne? Ist schon riesig, das Teil. Wir können natürlich sagen, wir bauen es. Ich drehe das Ganze mal. Bauen es direkt neben das Theater. Ist das clever? Wir können natürlich ein bisschen Platz lassen, ne? Ja, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Aber hier so ein richtig schönes, geiles neues Dorfzentrum an der Stelle. So im Landesinneren so ein bisschen, ne? Hat schon was, finde ich. Auf Holz müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Kohle. Ich habe eben mal eine Holzkarte einsetzen müssen, aber liegt auch daran, weil ich relativ viel gebaut habe, ne? Gucken wir dann mal im Verlauf. Einen neuen Förster habe ich noch gesetzt, aber das sollten wir, denke ich, dann langfristig hinbekommen. Okay, also da mache ich mir Gedanken, Leute, wo ich das Ganze hin platziere. Das soll ja dann auch mit den Häusern, die jetzt hier außen rum noch platziert werden, ja, passen, damit wir keinen Platz verschwenden. Aber jetzt setzen wir erstmal hier drüben in Borkelt. Genau, die haben noch zwei Bewohner. Dann werden wir die jetzt mal auf Null senken. Entführungskarte. Und tschüss. Borkelt ist jetzt kein Gegner mehr. Die haben wir ausgeschaltet. Die anderen 279, was habt ihr? Wow, 324. Okay, also jetzt geht's ab bei den beiden hier, ne? Die haben fast mehr Einwohner als wir. 177, die hinken noch ein bisschen hinterher. Ich glaube, mehr Gegner haben wir jetzt nicht, ne? Mehr waren die, glaube ich, nicht gewesen. Und wir müssen halt. Ach doch, hier unten. Bürger, 64. Deswegen haben die uns Gold gegeben, weil die Angst vor uns haben, ne? Auf dem gleichen Kontinent. Wir könnten im Prinzip, wenn wir Militär hätten, könnten wir die hier überrennen oder so, ne? Aber das Spiel ist ja jetzt nicht kriegslastig.
Soll ja dem wirtschaftlichen Aufbau hier dienen. 364, ja, so viel mehr haben wir gar nicht mehr als der Zweitplatzierte, ne? Müssen wir da mal schauen, wenn wir die Kathedrale bauen, denke ich, dann sollten wir deutlich, deutlich besser aufgestellt sein als die. Die Frage ist halt nur, wo wir sie hinbauen, ne? Okay, Leute, ja, eine zweite Kerzenzieherei habe ich gebaut, damit wir auch langfristig das dritte Luxusgut der Stufe 2 haben, also dauerhaft, ne? Das haben wir hin und wieder mal, ist aber relativ schnell vergriffen. Und ich muss natürlich vielleicht nochmal eine dritte, ne Quatsch, eine vierte, drei haben wir schon, Möbelwerkstatt bauen. Da haben wir auch ein bisschen Probleme, ne? Ich push die ganze Zeit hier schon mit unseren, wie heißen die, Geschwindigkeitsschubkarten. Alles andere haben wir auch Mass, ne? Bier, Keramik, Tulpen. Müssen wir langfristig auch noch ein bisschen nachlegen, wenn wir hier weiter wachsen, wenn wir hier über 400, 500 Einwohner haben, ne? Aber das sehen wir ja dann, wenn das Ganze sinkt. Möbel, ja, muss ich im Blick behalten. Ansonsten bauen wir halt eine vierte. Und wie gesagt, Kerzenzieherei sind wir ja dabei. Die zweite gerade zu bauen. Ist er denn schon fertig? Ne, hier, an der Stelle. Ja, wollen wir es abschließen? Aber 4000 Gold dafür rausballern. Ich werde es mal priorisieren, damit sie sich da drum kümmern. 9 Leute sind jetzt hier drin und dann soll es eigentlich relativ fix gehen. Ich hätte noch mal kleinen Cut, ne? Ich mache mir Gedanken, wo wir die Kathedrale hinsetzen. Werde ein bisschen Straßen schon mal vorplanen, wo wir die ganzen Häuschen dann hinbauen, ne? Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, liebe Freunde, ich werde mal die drei Möbelwerkstätten mal verbessern mit dem Glas, ne? Mehr Arbeitsgeschwindigkeit. Und da ändert sich auch so ein bisschen die Optik. Geil, finde ich gut. Also die steigen dann quasi optisch ins Auflegungszeitalter auf. Gefällt mir. Nice. Also cooles System, ne? Ist richtig geil gemacht. Auch das können wir halt verbessern. Dann würde sich das, denke ich, auch verbessern. Wie sieht es eigentlich bei der Kohle aus? Ja, so viel haben wir nicht mehr, ne? Wir sind im Herbst. Ich meine, ich brauche das Glas auch für die Kathedrale, die wir jetzt gleich platzieren werden. Aber ja, Kohle ist auch wichtig, ne? Ich hau erstmal hier ein bisschen Glas raus. Wir haben 4 Köhler. Auch die verändern sich optisch. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Wie viel Glas haben wir noch? Wir haben jetzt 296. Wie viel brauchten wir? 415. Gut, ich meine, wir brauchen ohnehin jede Menge Ziegelsteine. Bis wir die produziert haben, ist dann die zweite Ziegelei schon fertig. Das ist sie, ne? Ne, noch nicht. Aber die Ressourcen sind drin. Der Steinbruch sollte fertig sein, ne? Genau, dann können wir jetzt nämlich deutlich mehr Steine produzieren. Hier haben wir, ja, knapp 17.000 Steine ist okay. Würde ich das mal verbessern? Ja, komm, wir hauen die Ziegelsteine mal raus. Was kriegen wir hier? Mehr Produktivität, wenn alle Arbeiter drin sind. Okay, machen wir. Größerer Schacht brauchen wir jetzt nicht, oder? Ich meine, wir würden Steine rausballern, ne? Macht es Sinn, Leute? Macht es Sinn, Steine rauszuballern für einen Steinbruch? Langfristig ja, ne? Komm, ja, ich mach's. Und jetzt platzieren wir mal gemeinsam die Kathedrale. Wie sieht's aus beim Wohnraum? Ihr seht schon, ne, wir haben einiges gebaut hier. Hier steigen die ersten Häuser wieder auf, die wir neu platziert haben. Hier sind auch neue Gebäude gebaut, oder zumindest geplant. Und hier bauen wir jetzt die Kathedrale hin. Ich würde gerne ein bisschen Platz lassen, ne, für irgendwelche Verschönerungssachen, Deko-Sachen, aber das zeige ich euch mal. Ich glaube, hier war es gewesen. Ich würde gerne das hier haben, den Garten. Dafür braucht man natürlich erstmal die Gartenzypresse. Und ihr seht, wie teuer das ist. 34.000. Warum das so viel kostet, ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt knapp 7.000, also es würde ewig dauern. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe mich hier so ein bisschen vorgeschlagen. Wir können die Handelsgebühr extrem drücken, ne? Aber kostet halt auch wieder extrem viel Forschung. Aber die Nachbarschaften haben wir. Bekommen jetzt mehr Gold langfristig. Und ich würde das jetzt mit euch zusammen machen. Die Steueranpassung. Was kostet es? 6.000. Können wir zwar instant erforschen, aber dann haben wir kaum noch was, ne? Ich mache es trotzdem. Und dann gucken wir mal gemeinsam, was wir jetzt für Möglichkeiten haben. Aber erstmal platzieren wir unsere Kathedrale. Die hat keinen Einzugsbereich, ne? Aber würde also im Prinzip auch für diese Gebäude hier gelten. Im Westen unserer Stadt. Ach komm, ich baue sie hin, Leute. Ich baue sie hin. Und hier werden wir dann so ein schönes Zentrum bauen oder planen mit diesen
ganzen Deko-Sachen, Gartenzypresse, Blumenbeete, was kostet das? Auch 34.000, krass, ey. Ah, die Gärten hätte ich ja schon ein bisschen mehr Bock drauf, ne? Naja, egal, wir schauen da mal langfristig. Und jetzt gucken wir mal hier im Rathaus, was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Mittlere Steuern, okay. Wie verändert sich denn die Zufriedenheit? 111% durch Nahrung ist schon stark, Arbeit 69%. Ich glaube, die haben zu wenig Moral anscheinend, ne? Oder halt, es ist nicht jeder in Arbeit. Eins von beiden wird es sein, denke ich. Und wie verhält sich das jetzt? Wir machen plus 1500 knapp, ne? Ich könnte das auf niedrige Steuern runtersetzen. Okay, dann würden wir ungefähr die Hälfte verlieren. Und steigt da hier die Zufriedenheit? Nicht wirklich, ne? Müsste eigentlich, finde ich, aber. Ah, wir beobachten es mal. Wir sind jetzt nicht so dringend auf Geld angewiesen, ne? Okay, Leute, alles klar. Unsere Kathedrale, das erste Weltwunder hier in unserem Let's Play, wird gebaut. Das Theater. Ja, warum hier keiner irgendwas reinballert? Ich meine, wir haben die Ressourcen, ne? So viel ist es ja auch gar nicht. Da kann nur einer arbeiten. Aber komm, ich werde es mal priorisieren. Und wir, liebe Freunde, Produktivitätsbüro ist auch wieder fertig. Die Frage ist, wo ich das reinballer. Wahrscheinlich erstmal in den nächsten Kerzenzieher. Ist sogar schon drin. Nee, da brauche ich es gar nicht. Der hat auch Nachhaltigkeit und Produktivität. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen vielleicht bei den Möbelherstellern, aber die haben wir ja auch. Da sind auch überall Produktivitätskarten drin. Was brauchen wir, Leute? Wo sind wir drauf angewiesen? Eigentlich gar nichts, ne? Produktivitätsbuch, schaue ich mal. Ich werde mir nochmal ein paar Einwanderer holen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Bevor wir den nächsten Cut setzen, wenn Theater und vielleicht sogar schon Kathedrale fertig ist. Wir brauchen mehr Leute, die hier für uns arbeiten. Nochmal Einwanderungskarte. Klasse. 10 neue Leute. Aber wir haben ja genug Platz, ne? Wenn die Häuser hier auch noch gebaut werden, ne? Dann 1, 2, 3, 4, 5. Ne, Quatsch, das ist Theater. 4. 4 neue Häuschen. Ich meine, hier ist auch noch jede Menge Platz, wo wir was hin platzieren können, ne? Viermal, ich glaube, 5 Leute passen rein. Ja, 6, wenn sie auf Stufe 6 steigen, ne? Dann haben wir 20 Leute ungefähr. Das sollte auch erstmal passen. Also, nochmal kleiner Cut für euch, ne? Bis gleich. Tja, Leute, Kathedrale dauert noch eine Weile, ne? Da brauchen wir noch einiges an Ziegelsteine, auch mit der zweiten Ziegelei. Wir haben einige Obdachlose, ne? Ja, 5 Leute sind obdachlos, aber wir bauen ja neue Häuschen hin. Das werden wir jetzt nochmal gemeinsam machen. Weitere hier hinsetzen, direkt gegenüber von der Kathedrale. Ich denke, ein richtig, richtig schöner Wohnort hier. Und irgendwo müssen wir halt dann auch sehen, wo wir diese ganzen Deko-Sachen hinbauen mit Gärten und so weiter. Vielleicht hier an der Westseite, Südseite oder so. Ostseite meine ich. Ostseite, Südseite, ne? Gucken wir da mal. Aber jetzt gucken wir mal hier rein. Ich glaube, hier war es gewesen. Guckt euch an, wie krass die Forschung steigt. Aber es ist immer noch so wenig, ne? Wenn man bedenkt, was man hier braucht, ne? 34.000 ist nicht normal. Egal, wir gehen erstmal hier rauf. Da habe ich echt Bock drauf, Leute. Ich hätte eigentlich gern auf die Rinderfarm gesetzt. Aber da ist ja die Voraussetzung, die Sauerpilzfarm. Und dann brauchen wir erstmal 80 Häuser der Stufe 4. Haben wir noch nicht, aber sollte nicht mehr allzu lange dauern. Ne? 9 fehlen noch. Sollten wir vielleicht sogar in der Folge schaffen. Logistik 4, ich will hier jetzt drauf, Leute. Kolonialisierung. Kolonialisierung. So ist richtig. Und dann werden wir eine neue Stadt gründen. Mal gucken, wo. Vielleicht an der Stelle, wo wir uns überlegt hatten, als erstes eine Stadt zu bauen. Komm, erstmal holen wir uns das hier, ne? Logistikbüro brauchen wir jetzt nicht so dringend, aber ist ja die Voraussetzung für. Verdoppelt die Transportkapazität aller Bürger. Nice, das ist cool. Haben wir instant erforscht und jetzt gehen wir hier rauf. 23.000. Ach, ich brauche das hier auch noch. Okay. Ermögliche die Verbindung von Städten mit einer Fernstraße, um Handelsverbindungen herzustellen. Fernstraßenbrücke. Fernstraße. Na gut, dann erforschen wir das. Dauert nicht mehr allzu lang und dann gehen wir wirklich hier rauf, ne, und gucken mal, ob wir ja vielleicht eine neue Stadt gründen können irgendwo, ne? Wir werden sehen, ob wir das in der Folge schaffen. So, was haben wir? Logistikbüro möchte ich nicht haben, danke. Und was wir jetzt noch gemeinsam machen, Leute. Ja, so viel ist es nicht mehr. Glas ist drin, Ziegelsteine brauchen wir bloß noch, ne? Das schließen wir in der Folge ab, verspreche ich euch, liebe Freunde. Wir bauen jetzt mal eine Wodka-Destillerie. Ich habe hier nochmal hier ein neues Kartoffelfeld gesetzt und da wir ja so dermaßen viel Weizen haben auf Lager, ich habe schon dermaßen viel verkauft in den letzten Minuten, habe ich auch nochmal einige Felder, einige Weizenfelder in Kohlfelder und Kartoffelfelder umgewandelt. Wenn der Weizen runtergehen sollte, ne, dann platzieren wir einfach neue Weizenfelder. Und Kartoffeln brauchen wir, wie gesagt, hier für die Wodka-Destillerie. Auch die haben so einen kleinen Malus, aber ist ja egal, das können wir hierhin platzieren.
Eine fünfte Kühlerei habe ich übrigens noch gesetzt, die ist an der Stelle. Ich musste mir Kohle kaufen, ne? Im letzten Winter hatten wir echt Probleme. Da sind, ich glaube, drei, vier Leute an Kälte weggestorben, bis ich gemerkt habe, dass ich ja auch das Holz freischalten kann zum Heizen, ne? Dann haben wir das Ganze wieder in den Griff bekommen. Komm, platzieren wir es hier mal hin, an der Stelle. Okay. Einwanderer-Karte brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir sind, wie gesagt, überbevölkert, aber das sollte sich ja gleich geben, wenn die Häuschen hier fertig sind. Und schaut euch an, Leute, die Zufriedenheit. 135% Unterhaltung. Und liegt natürlich an unserem Theater, ne? Nimmt jetzt nicht so viele Leute hier in den Radius mit rein, ne? Aber vielleicht sollte ich nochmal. Ich meine, so groß ist das Teil nicht, ne? Ich muss, glaube ich, zwei Häuser abreißen. Können wir vielleicht mal überlegen, ob wir hier ein zweites Theater hin platzieren. Aber das ist so krass, Mann! 97%. Wenn ich die Arbeit jetzt noch nach oben schrauben kann, ich glaube, das hat was mit der Moral zu tun, ne? Da sind wir hier bei, keine Ahnung, 120% Zufriedenheit oder so. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn es überhaupt geht, ne? Ich weiß es nicht. Ich meine, die einzelnen Werte können wir über 100% pushen. Aber ob die Zufriedenheit an sich über 100% geht, sollte eigentlich möglich sein, ne? Naja, wir werden es sehen. Ich handle nochmal. Hol uns nochmal ein bisschen Geld. Und dann sehen wir uns wirklich wieder beim nächsten Cut, ne? Wenn die Kathedrale steht. Bis gleich. Ja, Leute, der Bau ist gleich abgeschlossen. Die Kathedrale ist kurz vor der Fertigstellung. Das Grundgerüst steht. Ah, ich find's so cool, Mann. Ich find's so geil. Das wird ein richtig schönes Viertel hier an der Stelle. Gefällt mir sehr gut. Wie weit sind die Leute mit der Wodka-Destillerie? Naja, wird auch gerade gebaut. Ne, komm, ich mach mal auf langsame Geschwindigkeit. Denn ich möchte noch mal eine Windmühle und eine zweite Bäckerei bauen. Wir haben so dermaßen viel Weizen, aber nicht mehr ganz so viel Brot. Also da müssen wir ein bisschen anlegen, ein bisschen nachlegen. Entführungskarte können wir nochmal einsetzen, machen wir aber erst später. Diebstahlkarte am besten auch auf die größere, ne? Damit wir da ein bisschen Geld machen. Wie viel haben die jetzt? 374, 300, was ist das? 53 oder so? 226. Ja gut, und Bürger hat jetzt nicht so viel. Wie weit sind wir eigentlich mit unserer Forschung in Sachen Kolonialisierung? Ja, haben wir auch fast erreicht. Auch das schaffen wir in dieser Folge, ne, genau wie die Kathedrale. Aber jetzt werden wir erstmal gemeinsam uns eine Mühle kaufen. Landwirtschaft müsste es eigentlich sein, denke ich. Windmühle, genau, haben wir die. Die platzieren wir mal hier an der Stelle, oder? Direkt daneben. Ich lasse mal eins frei, dann können wir die Straße noch hochziehen. Oder ich mache es direkt hier ran. Direkt anschließend, glaube ich, ist das Beste. Machen wir es da mal hin. So, wir brauchen natürlich dann noch. Na komm, wir machen es so. Wir brauchen dann auch natürlich eine neue Bäckerei. Ist die auch bei Landwirtschaft oder Bäckerei? Wollen wir sie hier direkt hin platzieren, direkt daneben? Warum nicht, ne? Die eine ist hier an der Stelle. Die können wir eigentlich nochmal umplatzieren, ne? Damit wir da auch noch ein Häuschen bekommen. Das dann in diesem Einzugsbereich des Theaters ist. Wie gesagt, die Kathedrale hat ja keinen Einzugsbereich. Ich mach mal kurz Pause, Leute, ne? Weil ich will sehen, wie das Ganze hier fertig wird. Ja, komm, wir bauen es da hin. Wir bauen hier die Bäckerei hin. 145 Ziegel. Wie viel haben wir davon eigentlich noch? 636. Ja, Steine mit dem zweiten Steinbruch geht es en masse. Ich habe jetzt schon mal fast alle. Außer die jetzt natürlich, die jetzt neu gebaut worden sind, ne? Die neuen Häuser. Überall jetzt Steinisolierung gebaut. Oder errichtet in den Häusern. Wie sieht es hier aus? Damals auch schon. Aber Kamin, ne? Kamin brauchen wir noch en masse. Mit der Umschalttaste kann ich alle Gebäude verbessern. Gucken wir mal. Müsste eigentlich gleich auf Null sinken hier. Ist auch so. 21 Häuser aufgewertet. Ja, ist glaube ich noch nicht alle, ne? Aber der Großteil ist jetzt mit Steinisolierung. Also alle mit Steinisolierung und der Großteil mit einem Kamin ausgestattet. Dann verbrauchen wir auf jeden Fall nicht so viel Kohle. Holz haben wir auch massen, ne? Da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Gut, oder? Ja. Dann schauen wir uns jetzt die Fertigstellung an. Ich mache mal ein bisschen schneller. Es dauert wirklich richtig, richtig lange, ne? Bis das Ganze fertig wird. Die letzten Meter gehen wir mal in der normalen Geschwindigkeit. Ah, schade, dass das dann gleich fertig ist, ne? Aber, ah, cool, Mann. Cool. Hier mit der automatischen Verzierung hier, ne? Mit diesen Deko-Sachen. Zikade und diese Beete. Wenn wir dann noch wirklich einzeln verteilt hier die Gärten und so hin platzieren, haben wir hier ein richtig, richtig geiles Viertel. Auch mit der Steinstraße, die brauchen wir vielleicht auch mal, ne? Können wir die eigentlich schon bauen? Habe ich die schon fertiggestellt? Habe ich sogar schon.
Wisst ihr was, Leute? Ich habe hier auch noch ein bisschen Platz gelassen. Hier ist das Häuschen abgerissen und auf eine Bibliothek hingesetzt, damit wir ein bisschen mehr Forschung generieren. Wir sind jetzt über 5000, das ist auch richtig geil. Ja, komm, ich probiere mal die Steinstraße, wie das Ganze dann aussieht. Wir fangen hier mal an. Werden wir hier sehen, ne? Ah, es ist so geil, Mann. Es ist so cool. Und mit Stein, wenn die Steinstraßen genauso aussehen hier, dann feiere ich das. Dann hebt unser Stadtbild sich nochmal um einiges an. Einen zweiten Handelshafen habe ich nochmal gebaut, damit wir unser Zeug auch loswerden. Ne? Gucken wir gleich mal rein, was wir verticken können. Und die Wodka-Destillerie, ja, die braucht noch eine Weile, oder? Oder ist sie fertig? Ne, ist fertig, klasse. Die werden wir gleich mal verbessern. Wir brauchen Steine, ne? Aber Steine haben wir genug. Da müssen wir jetzt nicht großartig drauf achten. Mehr Produktivität, das ist, ja, Wodka-Stadt, das, der Bonus kommt erst ab der zweiten Wodka-Destillerie. Und hier habe ich auch schon mal Nachhaltigkeit und Produktivitätskarten reingeballert, damit wir weniger Kartoffeln brauchen, um Wodka herzustellen. Ist ja auch ein Luxusgut der Stufe 2. Genau, der Stufe 2. Dann haben wir hier vier Luxusgüter. Hier sowieso vier, ne? Also mit den Möbeln haut jetzt auf jeden Fall hin. Bier, Keramik und Tulpen sind wir sowieso ausgestattet. Nahrung brauche ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Aber so viel auf Lager, ne? Kohl vielleicht noch ein bisschen nachlegen, nochmal extra Felder, weil das reicht nicht das ganze Jahr über, ne? Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen. Aber alles andere, Brot sind wir ja dabei, ne? Mit der zweiten Windmühle und dem zweiten Bäcker. Ansonsten alles andere haben wir. Fische, Orangen, Pilze, Weintrauben, die wir ja auch zu Wein verarbeiten. Also bei den ganzen Luxusgütern, die wir jetzt produzieren, sind wir gut dabei. Und das vierte Luxusgut der Stufe 2 wird ja auch hergestellt, Wodka. Und ich wollte eigentlich in der Folge schon Kaffee und was war das andere? Kaffee und Kakao, ne? Ist das auch Luxusgut der Stufe 2? Ne, ist es nicht. Aber aus Kakao können wir später dann Schokolade herstellen. Also Kaffee ist ein Luxusgut. Das wollte ich eigentlich in der Folge herstellen. Aber gut, wir haben uns erstmal auf das Theater und auf die Kathedrale spezialisiert. Und ja, jetzt die Steinstraßen überall hier noch langziehen. Dann sind wir doch wirklich in der Aufklärung angekommen, im Aufklärungszeitalter. Okay, Leute, jetzt gucken wir gleich mal, wie das Ganze funktioniert, wenn ich jetzt eine neue Kolonie gründe. Wie funktioniert das? Wie können wir das machen? Da mache ich mich mal schlau, liebe Freunde, bevor wir jetzt hier Zeit verschwenden in dieser Folge. Ich guck mal, wie das Ganze funktioniert. Auch die Kathedrale ist jetzt wieder aufgestiegen, oder? Oder täuscht es? War die nicht eben in einer anderen Farbe? Ich weiß es nicht. Aber sieht schon pompös aus, ne? Hat echt schon was. Richtig cool, Mann. Hier haben wir jetzt ein richtig geiles Viertel. Zukünftig. Klasse. So, liebe Freunde, Zauberpilzfarm, sind wir dabei, das zu erforschen? Wir haben genügend Häuser der Stufe 4 gebaut. 80 brauchten wir, ne? Das wisst ihr ja. Und sobald wir das haben, gehen wir auf die Rinderfarm. Da können wir nämlich Kühe züchten und Milch und Rindfleisch produzieren. Finde ich auch ziemlich nice. Der erste Wodka kam rein. Klasse. Mal gucken, wie das Ganze sich verhält, ne? Ob wir noch eine zweite Wodka-Destillerie brauchen, werden wir sehen. Und vielleicht nochmal ein paar Kartoffelfelder, aber ja, Kohl, ne? Aber Kohl habe ich noch ein bisschen nachgelegt. Habe ich hier oben nochmal zwei Felder in platziert. Gucken wir dann mal. So, und jetzt aber, liebe Freunde, habe ich mich doch entschieden, nochmal eine Kaffeerösterei zu bauen. Hier entstehen drei Felder mit Kaffeebohnen und dann wird aus den Kaffeebohnen hier Kaffee hergestellt. Ressourcen haben wir, müssen noch reingetragen werden. Und wir bauen aber jetzt nochmal weitere Häuschen. Wir sind schon wieder überm Cap, alter Schwede. Und nochmal ein Blick hier auf die Zufriedenheit. Alles außer Arbeit im dunkelgrünen Bereich. Also ab 85%, ne? Es ist dunkelgrün und quasi top. Arbeit kriegen wir aber auch hin, oder? Langfristig. Arbeitsmoral oder hat es was mit den Arbeitsplätzen zu tun? Ich weiß es nicht, Leute, aber vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare rein. Komm, hier entstehen noch mal ein paar Häuschen an der Stelle, direkt neben der Kathedrale. Und irgendwo müssen wir dann halt auch unsere Gärten mal platzieren. Komm, drei werde ich erstmal bauen, damit wir hier dem Wohnungsmangel entgegenwirken. Und ja, schaffen wir das in der Folge noch, Leute? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt hier, also für euch ist es jetzt ungefähr 30 Minuten hier die Folge. Und ich nehme jetzt gerade schon eine Stunde und 50 Minuten auf. Also auf 2 Stunden geht es hier
drauf zu. Darauf läuft es hinaus wahrscheinlich. Ihr seht schon, wie viel man hier rausschneiden muss bei dem Spiel, gerade im späteren Spielverlauf. Na, wir haben eine neue Produktivitätskarte. Wollen wir die mal hier reinballern? Wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Ne? Dann würde ich mal eine neue Nachhaltigkeitskarte produzieren. Wo haben wir den? Der ist hier. Nachhaltigkeitsbuch. Machen wir das mal. Sollte auch relativ schnell gehen, bis es fertig ist. Und ja, die Wodka-Destillerie, da haben wir ja auch diese Nachhaltigkeitsbücher und Produktivitätsbücher drin, damit wir aus 12 Kartoffeln 18 mal Wodka herstellen. Okay, Leute, dann würde ich aber an der Stelle Schluss machen wollen. Wir haben einiges geschafft, ne? Die Kaffeerösterei jetzt nicht mehr ganz, aber das werden wir dann in der nächsten Folge abschließen. Die Windmühle und die Bäckerei wird auch platziert. Windmühle ist sogar schon fertig. Klasse, sehr gut. Können wir die gleich mal verbessern. 100 Steine, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf achten. Mit zwei Steinbrüchen haben wir so dermaßen en masse Stein auf Lager. Glas, ja komm, Arbeitsgeschwindigkeit, warum nicht? Auch hier bräuchte man dann vielleicht nochmal die Nachhaltigkeitsbücher. Aber gut, ich meine, wir haben so viel Weizen, ne? Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht drauf achten. Lehm haben wir auch en masse auf Lager. Töpfer. Ja, komm, wir haben so viel. Ich muss das Zeug eigentlich mal verkaufen, aber wir haben krass viel auf Lager, ne? Wir haben einiges an Lagerplatz, aber ich würde das gerne alles eigentlich rausballern, was wir gar nicht momentan brauchen, was zu viel ist. Was wird hier noch gebaut? Ein neues Feld, glaube ich, mit Kohl, genau. Ja, gut, Leute, ne? Wie gesagt, da mache ich Schluss an der Stelle. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr noch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir den ersten Kaffee herstellen. Ja, die ersten Leute dann hier in die Kathedrale locken, ne? Die Kirchenglocken, mal gucken, wann die läuten. Theater haben wir, also sieht schon ganz nice aus, wenn die Steinstraßen dann überall noch stehen, ne? Ach, guck mal, die sehen ein bisschen anders aus hier, die richtigen Steinstraßen. Ich hätte mir wirklich sowas hier gewünscht. Sieht schon cool aus, ne? Na gut, Leute, ne? Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Treborianus.